so viel gleich. Aber nein, wir sind nicht frei. Wir sind immer noch ein besetztes Land. Deutschland hat keinen Friedensvertrag und dementsprechend ist Deutschland auch kein echtes Land und nicht. Die Wahrheit, dass Deutschland immer noch ein besetztes Land ist. Ich meine, ich muss Ihnen mal ganz ernsthaft sagen, dass das Besatzungsstatut immer noch gilt. Wir haben nicht das Jahr 1945, wir haben das Jahr 2013. Könnte man das nicht mehr aufheben und die Besatzung Deutschlands beenden? Also ich finde, es wird höchste Zeit. Das neue Bundeswahlrecht verstößt gegen das Grundgesetz und es muss umgehend geändert werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht am Vormittag entschieden.